Moin moin Leute, willkommen zurück. Ich hatte mein Mikrofon gar nicht gemutet, ihr habt mich wahrscheinlich gerade dampfen hören. Sorry. Aber willkommen zurück auf jeden Fall. Wir gehen in die nächste Runde in Map Nummer 8, in diesem Best of 9 zwischen Cloud9 und Reunited. Es ist unglaublich, ich hätte niemals gedacht, dass ich so lange heute hier sitze, nachdem wir im ersten Game heute war um Platz 3 zwischen Envy und Luminosity. Da sah es so aus, dass Envy 4-0 gestompt hat. Und wir sind jetzt gerade wir gehen in Runde 8, da muss man sich mal vorstellen, wir gehen in Runde 8 von 9 in diesem Finale. Es ist wirklich, man kann wirklich sagen, es ist das Grand Final. Also es ist wirklich ein absolut, also ich kann nicht mal beschreiben, wie wert ist dieses Game Grand Final zu nennen, ja. Also die Teams könnten ausgeglichener nicht sein und wir haben Spannung wirklich bis zum Schluss. Wenn Reunited jetzt hier gewinnt, gehen wir noch in die 9. Map. Wir haben noch Temple of Anubis, wir gehen mal ganz kurz schauen. Moment. So, einen ganz kleinen Moment, Freunde. Oh, falscher Browser. So, wir haben noch Temple of Anubis wird jetzt gespielt und dann als finale Map würde kommen Hanamura oder Ilios. Kann eigentlich nicht sein, oder? Eigentlich müsste es dann Hanamura sein, glaube ich. Irgendwie wurde eine Map gespielt. Bringt. Wir haben Volskaya Industries gespielt, die sollte eigentlich gar nicht im Pool mit sein. Also Hanamura oder Ilios wird es werden. Es könnte sein, dass Reunited angefangen hat, ich weiß es gar nicht genau. Dann würde ich sagen, wäre die letzte Map sehr wahrscheinlich Hanamura. Wäre auf jeden Fall auch noch interessant. Wir haben also als letzte beiden Maps haben wir zweimal Capture Point, ja. Das könnte also sehr interessant werden. Wir gehen jetzt erstmal auf Anubis für den Anfang. Auch wieder eine Capture-Point-Map, könnte wieder sehr schnell zu Ende sein oder auch nicht. Je nachdem, wie gut die Leute deffen halt. Die Maps können innerhalb von 2 Minuten zu Ende sein, Capture-Points. Deswegen werden sie auch ungerne bei den Pros gespielt. Und als letzte Map haben wir dann auf jeden Fall Hanamura. Noch eine Capture-Point-Map. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich hoffe, dass Reunited jetzt hier den Sprung schafft. Temple of Anubis gewinnt. Wir in ein 4-4 gehen und dann in ein finales 9. Match. Das muss man sich mal vorstellen. In ein 9. Match, in einem Best of 9, in einem Grand Final. Wenn wir da noch hingehen, auf Hanamura, es wäre absolut godlike. Ich wäre super, super hyped darauf. Ich bin auf jeden Fall sehr, sehr gespannt. Und ich möchte nochmal sagen, ich bin sehr dankbar dafür, dass ihr alle hier seid immer noch. Wir haben immer noch 350 Leute hier, die sich mitten in der Nacht, Montagmorgen um 1 Uhr, sich dieses Turnier mit mir geben. Ich bin sehr dankbar dafür und ich möchte noch mal kurz einen Shoutout machen. Also wenn euch gefällt, was ihr seht, ich werde in Zukunft häufiger Games shoutcasten. Ich habe das schon vorher gemacht, ja, auf anderen Kanälen allerdings. Ich werde häufiger hier shoutcasten, ich werde aber auch hier einfach normal zocken. Ich stream sechsmal die Woche Overwatch. Könnt ihr auf jeden Fall auch mir gerne ein Follow da lassen, würde mich sehr freuen. Und ansonsten möchte ich noch mal kurz die Sponsoren dieses Turniers shoutouten. Wir haben einmal Match Reno, die hier einen Teil des Gewinns gesponsert haben, wo ihr auch noch zusätzlich donaten könnt, um den Preispool zu erhöhen. Wir haben G2A, wo ihr Game Keys kaufen könnt, die hier den Preis mitgesponsert haben. Und natürlich DX Racer, wo ihr die geilsten Stühle bekommt für Gaming. Einmal kurz Shoutouts an die Sponsoren. Wie gesagt, ich würde mich über eure Follows auf jeden Fall auch freuen. Und ich streame 6-mal die Woche Overwatch. Abgesehen davon vom 10. bis zum 24. Da geht es natürlich nicht, weil da ist Overwatch erstmal down. Ich muss mal kurz meinen Ready bestätigen hier. Eine Sekunde. So, und ja, ansonsten werde ich auch in Zukunft häufiger noch Gozu-Turniere shoutcasten und alles Mögliche machen. Also wenn es euch gefällt, würde ich mich auf jeden Fall über den Fall freuen. Habe ich jetzt 3-mal gesagt, sorry, aber ihr wisst. Es sieht so aus, als ob wir jetzt gleich hier reingehen. Die Caster, also ZP ist ready, Defx ist ready. Es fehlt nur noch Reunited gerade. Wir warten jetzt gerade auf Reunited. Es sieht so aus, als ob Reunited zum Anfang in der Defensive stehen würde. Müssen wir gleich mal schauen. Jo. Wir gehen ins Game und ich sage viel Spaß, bis gleich. So, wir sind auf der wunderschönen Map Temple of Anubis, die noch unbeliebter war. Bis zu einem gewissen Punkt in der Beta. Weil dieser Durchgang hier hat nie existiert. Hier war eigentlich eine Mauer. Die ging noch bis ungefähr hierhin hoch. Da konnte man hier nicht einfach rübergehen. Jetzt kann man hier einfach durchgehen. Zusätzlich war der Eingang hier ungefähr doppelt so schmal. Also man hat hier wirklich gerade eben so durchgepasst.
Und das wurde alles erweitert. Seitdem ist die Map etwas beliebter bei den Pro-Gamern, weil der zweite Punkt einfach sonst unglaublich schwer anzugreifen war. Und, aber sie ist trotzdem immer noch eine Capture-Point-Map und damit nicht wirklich beliebt, sagen wir so. Wir schauen uns kurz die Teams an. In der Defensive haben wir Reunited. Wir haben Too Easy auf Widow, wieder mal sehr erotisch. Wir haben Balutaya auf McCree, wir haben Unfix auf dem Winston, Mortar auf Lucio, Winghaven auf Reinhardt, Crucier auf Symmetra. Für die Offensive für Cloud9 haben wir Adam auf der Mercy, wir haben Debit auf Reinhardt, wir haben Kaikai auf Zaya, wir haben Grego auf Lucio, wir haben Reaver auf Widow und wir haben Sour4, der wieder mal die Bastion auspackt. Warum packt Sour4 wieder mal die Bastion aus? Ich habe keine Ahnung, um ehrlich zu sein. Wenn er jetzt in der Defensive hier sitzen würde, würde ich sagen, okay. Okay, könnte man machen, aber in der Offensive, er ist schon gerade wieder am Weg zurück hier zum Switchen, er überlegt noch. Aber er will wahrscheinlich einfach nur die Caster ärgern, weil die sagen, Alter, was soll denn das? Ich bin mir gerade nicht ganz sicher, aber er scheint es ernst zu meinen. Sour4 hat schon häufiger heute bewiesen, dass Bastion einiges bringt. Er hat es schon häufiger heute bewiesen, wir werden es jetzt sehen. Geht hier gerade mit nach vorne, er geht tatsächlich als Bastion nach vorne. Wir werden Bastion jetzt ein bisschen beobachten und gucken, was Bastion hier so macht. Er geht hier gerade in Position, ist aber leider etwas zu weit nach vorne. Bringt ihm leider gerade nichts, er muss noch ein Stück weiter nach vorne. Hat hier den Reinhardt natürlich, den Pocket Reinhardt als Schutzschild. Bringt auf jeden Fall einiges, kämpft hier ein bisschen gegen die Symmetra Turrets. Aber sollte hier gleich, wenn er einmal in Position kommt, dann hat Reunited hier auf jeden Fall ein Problem. Weil er hat heute schon häufiger bewiesen, dass es viel bringt. Er schießt hier gerade den Reinhardt an, hat den Reinhardt, der Reinhardt Shield fast down geschossen noch. Kriegt hier allerdings gerade die Symmetra Bubbles ab und erwischt hier noch die, die Mercy. Mercy geht hier gerade down, Valutai erwischt Grago auf jeden Fall auch noch. 5 gegen 5 jetzt gerade. Balutai erwischt hier noch Reaver, also 4 gegen 5 für die Defender. Und wir sehen gerade auch Too Easy hier oben in der Position. Ich versuche hier das Reinhardt Shield gerade ein bisschen runter zu schießen. Hat hier die Bastion nicht erwischt leider. Hat hier die Bastion leider nicht erwischt. Bastion könnte sich auf jeden Fall gleich wieder in Position bringen. Und er geht hier in Position und erwischt Unfix. Unfix geht hier erstmal down. Ist jetzt natürlich gerade auf dem Punkt sehr, sehr gefährlich. Bastion in der Attack macht eigentlich nicht viel Sinn, aber mit diesem Pocket Reinhardt macht es auf jeden Fall viel Sinn. Und wir sehen hier, Valutaya geht hier down durch Reaver. Reaver wieder auf der Widow gerade drauf. Holt hier ein Kill nach dem anderen, erwischt hier auch noch gerade Cruz. Cruz geht hier auch noch down. Holt hier noch Too Easy, Triple Kill, Quadra Kill. Quadra Kill hier von Reaver, unglaublich. Und ein Pentakill. Reaver hier, der MVP, haut hier den Penta raus. Was ist da los, Reaver? Reaver hier mit dem Pentakill, unfassbar. Und wird hier direkt von Too Easy weggesniped. Too Easy war schon darauf vorbereitet, dass er da oben ist. Vielleicht haben sie auch gerade True Sight an. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Aber das war von Reaver hier der Pentakill unglaublich gut. Unglaublich gut, wirklich. Einfach unfassbar, wie Reaver erstmal einen Penta hinlegt. Das kann man doch keinem erzählen. Mit der Widow auf Close Combat. Ich bin sprachlos und begeistert. Und ich liebe ihn. Ich möchte es zugeben, ich liebe ihn. Wir sehen hier gerade, der Engage kommt jetzt gerade hier von Cloud9. Cloud9 hier gerade ganz weit nach vorne am Pressuren. Wir sehen ja auch gerade die Ultimate. Hier geht der Reinhardt gerade down. Gute Situation. Aber Winghaven geht hier auch down. Winghaven hatte die Ultimate ready. Hätte jetzt gerade die Ultimate richtig gut setzen können. Geht hier aber down. Zwei Leute gerade auf beiden Seiten down. Hier kommt gerade der Rest für Reunited. Und hier die Zaya Ultimate für Cloud9. Drei Leute gerade down von den Defendern. Einer von den Attackern down. Vier Leute down von den Defendern. Und Cloud9 könnte hier gerade durchpushen. Das sieht gerade ganz, ganz böse aus für Reunited. Reunited muss ich hier nochmal fassen. Reaver gerade gewechselt auf McCree trotz des Pentakills. Debit holt hier noch Morte raus. Und es sieht gerade ganz, ganz böse aus. Reunited muss hier auf den Punkt gehen, contesten. Sonst wird es eng werden. Es wird gerade sehr, sehr eng. Wir haben Winghaven immer noch mit der Ulti. Winghaven muss jetzt auf den Punkt gehen. Er muss unbedingt auf den Punkt gehen und die Ulti setzen. Er muss eine gute Ulti hinsetzen, ansonsten ist das hier over. Und er setzt eine gute Ulti. Erwischt drei Leute. Debit hier am Boden. Debit geht down erstmal. Erwischt hier noch gerade einen mit dem Charge. Sure4 hier mit den Double Kills auf Too Easy und dem Lucio. Unfix erwischt hier Sure4. Und Debit erwischt hier Morte. Unglaublich spannend. Holy shit. Immer noch drei Leute auf dem Punkt hier. Winghaven gerade im Bedrängnis, wird hier von beiden Seiten angegangen und geht hier down. Debit erwischt Winghaven, Too Easy erwischt Adam und Unfix holt hier Kaikai und Too Easy erwischt noch Debit dazu und damit gerade die Attack zurückgeschlagen. Ein Drittel nur eingenommen, trotz dieses unglaublich guten Pushs. Wow. Warum hat Reaver jetzt gewechselt? Ich bin mir noch nicht ganz sicher. Also nach diesem Penta wäre ich sowas von motiviert, Widow zu spielen. Aber gut, aber gut. Er wurde halt gerade von Too Easy rausgeholt. Too Easy hat jetzt auch gewechselt. Too Easy ist jetzt mittlerweile auf Junkrat. Mal gucken, was er hier so als Junkrat machen wird. Morte hat die Ultimate auch am Start, den Mercy Rest. Also falls da jetzt was passiert, Debit hier auch gerade mit der Ultimate. Wir haben gerade eine
eine Ultimate von Unfixed hier gesehen. Unfixed hier gerade mit der Ultimate. Valutaya erwischt hier noch einen. Unfixed holt hier einen. Valutaya holt noch einen. Kaikai erwischt hier Too Easy. Sour4 erwischt hier gerade Cruise. Der heißt Sour4. Warum sag ich immer Sour4? Sour4. Grigo erwischt hier Unfixed. Aber es ist jetzt auch zu spät, den Namen noch zu korrigieren. Weil jetzt habe ich ihn die ganze Zeit schon Sour4 genannt. Oder Sour4. Was auch immer. Valutaya auch eine Ultimate am Start. Kaikai könnte jetzt gleich eine Ultimate setzen mit der Zarya. Das könnte sehr effektiv werden. Wir haben gerade allerdings keine Offensiv-Ultimate. Doch, jetzt Sour4 hat jetzt hier die Ultimate. Also wir haben jetzt gerade Doppel-McCree-Ultimate, Desire-Ultimate, die Graviton-Pomp, dann Resurrect und wir haben noch den Earthshatter. Also wenn Cloud9 jetzt einen guten Push hinlegt, könnten sie den Punkt einfach einnehmen. Wir haben auf der anderen Seite nur eine Valutaya-Ultimate, also eine McCree-Ultimate, ein Mercy-Rest und einen Earthshatter. Aber hier kommt gerade der Push von hinten. Die Barrier muss erstmal down gehen von Reinhardt, ansonsten gibt es hier ein Problem. Wenn die Barrier nicht down geht, kann die Zarya Ultimate nicht effektiv wirken. Reaver hier holt den Kill auf Valutaya erstmal. Hier kommt gerade der Charge von Winghaven, aber Winghaven geht down. The Bat erwischt Winghaven. Sure4 hier erwischt Cruise und da kommt der Rest gerade von der Mercy. Mercy geht aber dafür down und da kommt die Ultimate von Zarya. Und hier die Triple Quadra Kills insgesamt. 4 Leute gerade down auf Seiten der Defender, aber Too Easy lässt sich hier nicht unterkriegen. Too Easy geht hier gerade hin und holt einen Pick nach dem anderen. Double Kill erstmal für Too Easy hier. Valutaya erwischt noch einen. Debit und Sure4 holen auch nochmal 2 Kills. Die Defender gerade in der Unterzahl noch leicht, würde ich sagen. Hier kommt gerade die Ultimate von einem der McCrees. Reaver setzt hier gerade zur Ultimate an. Erwischt hier den Winghaven und der Punkt ist gecapped. In einer relativ guten Zeit noch. Relativ, ich sag mal, vielleicht durchschnittliche Zeit, aber sehr, sehr schön gemacht hier auf jeden Fall von Cloud9. Hier der Adam Multirest, der war jetzt gerade, glaube ich, am zweiten Punkt nochmal sehr entscheidend auf jeden Fall. Hier auf jeden Fall nochmal der Double Rest und dann noch der Kill auf den Junkrat. Sehr, sehr schön hier auf jeden Fall. 5 Minuten 29 gilt es zu schlagen und wir befinden uns auf dem europäischen Server, also leichter Vorteil für Reunited. Wir haben das gerade schon in der gleichen Situation auf Volskaya Industries gesehen. 5 Minuten 29 gilt es jetzt zu schlagen. Es könnte eng werden, aber Reunited hat gerade schon gezeigt, hey, wir haben auf Volskaya verloren innerhalb von 4 Minuten 30 und haben dann einfach nach 2 Minuten den Punkt geholt. Könnte also gut sein, dass sie das wieder machen und wir in die letzte Map gehen, also in die 9. Map. Wir werden sehen. Es wird auf jeden Fall verdammt eng werden. Also 5 Minuten 29 ist schlagbar und Reunited, muss man überlegen, hat den Vorteil des Pings auf ihrer Seite. Sie haben den besseren Ping gerade. Okay. Ich muss mal kurz die Teams einmal durchwechseln. Reunited ist jetzt in der Attacking-Position, Cloud9 in der Defense-Position. Jo, und die Zeit von 5 Minuten 29 gilt es jetzt hier zu schlagen. Also ich muss wirklich sagen, für mich persönlich, der MVP-Moment war ganz eindeutig Reaver. In der letzten Runde hat er hier an der Stelle... Und nochmal hier ein bisschen drüber und nochmal da ein bisschen drüber, wie auch immer. Er hat einfach mal einen Pentakill hingelegt, ja. Ich habe heute noch keinen Pentakill gesehen, außer den von Reaver hier. Wirklich hervorragend gemacht. Reaver, wie gesagt, neben Too Easy die beiden besten Widow-Spieler, würde ich sagen. Es ist einfach unglaublich schön anzusehen, wie das Ganze aussieht, was die da so herbeizaubern. Es ist wirklich Wahnsinn. Ich bin gespannt, ob Cloud9 jetzt dieses Game hier für sich entscheidet. Ich bin auf jeden Fall sehr, sehr zufrieden mit diesem Final. Egal, was jetzt passiert, ich bin absolut begeistert von diesem Grand Final. Beide Teams haben alles gegeben und wir sind hier schon in die 8. Runde gegangen. In diesem Best of 9. Das muss man erstmal schaffen. Es ist wirklich wahnsinnig krass. Ich bin die Teams jetzt gerade nicht durchgegangen. Sorry, ich hab's vergessen. Muss ich ganz ehrlich sagen. Wir haben Doppel-Winston, Doppel-McCree, Mercy und Lucio auf der Defense-Seite. Und wir haben Widow, Mercy, Pharah, Reinhardt, Lucio und einen McCree auf der Offensiv-Seite. Wir haben gerade 5 gegen 5. 4 gegen 4 jetzt gerade. Auf beiden Seiten sind gerade 2 Leute down gegangen. Gerade noch 4 gegen 4. Vielleicht ein kleiner Vorteil für Reunited, jetzt hier reinzukommen.
Shurfor und Reaver haben beide gleich eine Ultimate am Start. Reaver geht hier allerdings gerade down. Winghaven erwischt hier Reaver. Reaver geht down. Gerade leichter Vorteil für die Offensive hier reinzukommen. Hainun kommt jetzt hier gerade von Valutaya. Valutaya erwischt hier keinen einzigen. Shurfor erwischt hier Winghaven. Unfixed erwischt hier Adam. Valutaya erwischt hier Shurfor. Too easy mit dem Double Kill. Too easy erstmal mit dem Double Kill. Nicht mal mit der Ultimate. Einfach nur Double Kill mit den Granaten. Und damit ein sehr, sehr schneller Push hier. 1:10, um den ersten Punkt einzunehmen. Cloud9 wird hier nicht mehr nach vorne kommen. Die werden nicht mehr nach vorne kommen. Die geben den Punkt einfach auf. Und jetzt sehen wir gerade den Switch hier. Oh, und Too Easy macht genau das, was wir sehen wollen. Er wechselt auf die Widow. Widow jetzt gerade von Too Easy hier. Kann jetzt gleich vielleicht die Picks holen. Wir schauen uns mal Reaver an, was der jetzt gerade auf der anderen Seite macht. Und die Widows liefern sich hier schon wieder im Battle. Wir müssen jetzt gerade aufpassen. Und es wird hier gerade eng auf jeden Fall. Und Too Easy kriegt den Headshot von Reaver. Reaver killt hier erstmal die Widow. First Pick hier gerade. Vorteil für die Defender jetzt gerade zahlenmäßig. Wir sind jetzt gerade seit nicht mal 2 Minuten im Game. Sie haben also noch ungefähr 3,5 Minuten, sagen wir fast 4 Minuten Zeit, den Punkt einzunehmen. 5 Minuten 29 gilt es zu schlagen und wir haben jetzt noch 3,5 Minuten Zeit. Adam und Kaikai gerade auf der Defensivseite mit den Ultimates, Winghaven mit dem Earthshatter und Morte mit dem Rest auch. Wir haben also eine Winston Ultimate und Mercy Ultimate gegen eine Reinhardt und eine Mercy Ultimate. Winghaven geht hier allerdings gerade down. Shurfor hier mit dem Valutaya Kill und Reaver mit dem Winghaven Kill. Sehr schön gemacht wieder mal. Shurfor setzt hier die Ultimate an. Will hier gerade allerdings nur die Leute weghalten, glaube ich. Und hier kommt der Rest von Mercy hier. Erwischt hier alle. Und Shurfor mit dem Quadra Kill. Der Ultimate Quadra Kill hier. Hainun für 4 Leute. Der Rest von Mercy von Morty hier. Sehr, sehr gut gewesen. Hat hier 4 Leute gerest. Aber Shurfor war bereit. Shurfor hat 4 Leute mit dem Hainun erwischt. Sehr, sehr geil gemacht. Von beiden Seiten wirklich. Also Morty hier mit dem Rest und gleichzeitig auch Shurfor mit der Ultimate. Wunderbar auf jeden Fall. Reaver hat jetzt gerade noch seinen Ultimate am Start. Wir haben noch Kaikai mit der Ultimate, Grego mit der Lucy Ultimate und wir haben noch Adam mit dem Rest. Auf der anderen Seite für die Offensive haben wir auch 4 Ultimates. Die Rocket Barrage, den Earthshatter, die Sound Barrier und den Hainun. Wir sehen jetzt gerade den Engage von der Seite hier. Wir gehen mal kurz auf Winghaven. Winghaven hat jetzt hier seine Ultimate auch. Hier kommt der Hainun auch schon von Valutaya. Valutaya ist gerade die Leute am Ansetzen hier. Erwischt hier aber keinen einzigen. Holt hier aber danach noch den Morte. Morte geht down, Unfix geht down. Und Winghaven geht down. 3 Leute von den Attackern down, 2 Leute von den Defendern down. Dann noch ein weiterer down. Und wir haben jetzt gerade 4 Leute down für die Attacker hier. Das bedeutet, die Attack ist quasi abgewehrt. Kaika hier holt nochmal 2 Kills. Schön die Zeit am Ziehen gerade. Es wird langsam eng. Wir haben 3,5 Minuten in-game verbracht. Das heißt, wir haben noch 2 Minuten Zeit jetzt hier, dass Reunited den Punkt einnimmt. Ansonsten haben sie hier verloren. Sie müssen jetzt den Punkt einnehmen. Shurfor hat wieder seinen Ultimate. Vielleicht sehen wir gleich nochmal eine gute McCree Ultimate. Wir warten jetzt gerade auf den Engage. Der Engage geht wieder über die linke Flanke. Too Easy jetzt hier allerdings gleich mit der Ultimate auch am Start von Zaya. Die Graviton Bomb könnte sehr entscheidend sein. Hat hier eine 92er Waffe, wenn die Ultimate gleich voll geht, mit der 84er Waffe noch, kann da einiges gehen, aber Shurfor ist bereit, Shurfor holt Too Easy raus, Too Easy geht gerade down, einer weniger für die Attacker hier, sie gehen trotzdem rein, Reiner kriegt hier die Sanganate ab, Shield geht down, Shurfor erwischt die Valutaya, Reaver erwischt die Winghaven und da kommt gerade der Rest von Morte, Morte holt die Team nochmal rein, 36er Waffe gerade nur, hier kommt gerade die Ultimate von Valutaya, glaube ich, Valutaya mit der Ultimate, Zaya jetzt die Ultimate am Start hier auch, aber geht hier down durch Shurfor von hinten. Kaikai erwischt hier Valutaya, Shurfor erwischt Too Easy und Tibet erwischt hier Winghaven. Damit der Angriff erstmal wieder abgewehrt. Die Offensive muss sich gerade wieder sammeln und sie haben noch 1,5 Minuten Zeit. Sie haben nur noch 1,5 Minuten Zeit, nicht mal. Wir sind 4,5 Minuten in Game, 1 Minute noch. Reunited muss jetzt hier alles geben. Sie haben jetzt effektiv noch einen einzigen Push. Wenn sie das nicht schaffen, verlieren sie hier auf dem europäischen Server gegen Cloud9 auf Temple of Anubis. Nochmal kurz, es geht um $2,250 für das gewinnende Team. Der Verlierer kriegt $1,200. Es ist also ein riesiger Unterschied. Und hier kommt gerade die Ultimate. Hier kommt gerade die Ultimate von der Zaya. Gefolgt von der Ultimate von Reaver hier. Reaver erwischt hier einen. Shurfor erwischt hier noch Valutaya. Debet erwischt hier noch 2 Leute. Shurfor erwischt hier noch einen. Und Reaver holt noch Winghaven. Die Attack komplett abgeschmettert. GG von Too Easy. Und damit der Sieg für Cloud9 in diesem Best of 9. In der 8. Runde 5:3 zu Cloud9. Holy shit. Oh mein Gott, das war ein unglaublich spannendes Finale. Was ist denn da los? Cloud9 hier gewinnt 5:3 gegen Reunited. Reunited, sehr gut gespielt.
Ich bin absolut begeistert. Ich musste noch mal kurz GG hier in den Channel schreiben. Wow. Reunited verliert 5:3 gegen Cloud9. Es war ein absolut würdiges Finale der beiden Teams hier. Es war mehr als nur genial und ich bin absolut sprachlos, dass meine Nachbarn nicht bei mir gestellt haben, weil ich so laut geschrien habe. Aber hey, was soll's. Cloud9 gegen Reunited. Cloud9 hier als Sieger hervorgegangen. Ich bin begeistert. Dieses Finale war absolut genial. Es war wirklich unglaublich cool. Schön zuzugucken, schön zu casten. Ich bin jetzt etwas K.O., muss ich sagen. Es waren 8 intensive Games. Es war echt anstrengend, aber es hat mir unglaublich viel Spaß gemacht. An dieser Stelle möchte ich nochmal kurz shoutouten. Wenn es euch gefallen hat, was ihr gesehen habt, würde ich mich über ein Follow freuen. Ich werde diese ganzen Videos noch auf YouTube live stellen. youtube.com/Cyrus. Das kommt auch noch hoch. Und ich streame 6-mal die Woche Overwatch. Shoutcaste nicht immer, ja, nicht falsch verstehen. Shoutcaste aber des Öfteren in Zukunft und würde mich über eure Follows auf jeden Fall freuen. Des Weiteren nochmal Shoutout an die Sponsoren Matcherino, G2A und DX Racer. DX Racer könnt ihr auf jeden Fall geile Stühle bekommen. G2A könnt ihr Game Keys herbekommen. Und Matcherino hat auch noch Teil des Gewinns hierzu beigesteuert. Und ihr könnt auf Matcherino natürlich den Preispool erhöhen. Cloud9 gewinnt auf jeden Fall dieses Grand Final des Overkill-Turniers, des größten Turniers, was es in Overwatch bis jetzt gegeben hat, und ist damit der King of Beta. Damit haben sie sich den Titel des King of Beta geholt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin jetzt auch langsam echt fertig mit der Welt. Also es war ein echt geiles Match. Ich würde mich nochmal über Feedback freuen, ob es euch gefallen hat. Was euch nicht gefallen hat, könnt ihr mir auch gerne sagen. Also vom Shoutcasting-Part her, ich habe heute zum ersten Mal alleine geshoutcastet, heute mal ohne Co-Caster. Und würde mich darüber auch noch freuen. Ich bin jetzt auf jeden Fall erstmal fertig für heute, Freunde. Ich bin wirklich fertig mit der Welt auch. Ich bin froh, wenn ich nachher im Bett liege. Kann man, glaube ich, irgendwie nachvollziehen. Waren jetzt halt ein paar intensive Stunden. Und wir hosten jetzt gleich jemanden. Auf jeden Fall hat mich gefreut, dass ihr so spät noch da wart. 448 Leute um 1 Uhr nachts montags. Ist super krass, Leute. Ich bin erstmal offline für heute. Ich danke euch wirklich ganz herzlich, dass ihr da wart. Ich habe mich gefreut. Es hat mir unglaublich viel Spaß gemacht. Und ich wünsche euch noch einen geilen Abend. Schlaf gut. Und morgen sehen wir uns nicht. Morgen streame ich nicht. Dienstag um ca. 15 Uhr starte ich nochmal den Stream. Machen wir nochmal 4 Stunden Overwatch am Dienstag. Den letzten Tag Overwatch. Dienstag um 15 Uhr bis ca. 19 Uhr. Und ich glaube, das war's soweit. Wenn ihr noch irgendwas habt, wenn irgendwas noch ist oder so, schreibt mir einfach. Und wir sehen uns am Dienstag wieder. Bis dahin, Dankeschön, dass ihr da wart. Haut da rein, bleibt da geil. Und ich hoste euch den Icident. Und das mache ich halt gleich, nachdem der 2-Minuten-Delay abgelaufen ist. Also, bis dahin, haut da rein, bleibt da geil. Wir sehen uns. Ciao. Schönen Abend noch. Keine anderen Ultimates sind vorhanden. Es sieht auch nicht so aus, ob eine Ultimate in nächster Zeit ready werden würde, außer von Sour4. Sour4 hier mit der Stun-Granate auf Unfix. Unfix geht hier down durch... Ich weiß gar nicht durch wen, ist egal, der ist auf jeden Fall down. Valutaya hier erwischt Kaikai, Gregor erwischt Unfix und Reaver erwischt Too Easy. Hier nochmal die Stun-Granate und Unfix geht wieder fast down. Hat nicht ganz gereicht, auf jeden Fall kam hier gerade schon der Rest von Mortis.